Mädchen ist am Arsch. Das waren die Rosetten. Ey, Mädchen, was los? Yo, was geht ab, Freunde? Patrick hier, start zusammen mit Meti. Yo. Und ihr könnt sehen, ich bin immer noch beim Training. Wir haben ja letztens ein Trainingsvideo hochgeladen. Und ich weiß zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ob ihr das gefeiert habt oder nicht. Und am Ende habe ich gesagt, im nächsten Video findet das Ausschießen statt, was der Coach angekündigt hat. Und jetzt machen wir das Ausschießen mit der Mannschaft. Wir werden jetzt gleich 11 Meter machen. Und ihr kennt das ja, jeder hat zwei Versuche. Und wer am Ende am wenigsten trifft, der hat verloren. Und der Verlierer muss halt eine Kiste geben. Kiste Cola, Kiste Fanta oder was auch immer. Ne? Ich will nicht zu viel verraten. Und ja, wir hoffen, das gefällt euch mit dem Ausschießen. Wenn ja, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da und kommentiert doch mal, was ihr darüber denkt. Heute sind, wie gesagt, nicht so viele Leute beim Training. Das Trainingsvideo könnt ihr nochmal separat in der Videobeschreibung abchecken. Viel Spaß damit. Los geht's mit dem Ausschießen. So, Freunde, los geht's. Ausschießen. Dennis ist der Erste. Und Meti hat ihn nicht. Ihr kennt das ja. Ich glaube, wir machen heute ganz normal, oder Dennis? Zwei Schüsse jeder, Freunde, da kommt der Ball gerollt. Wir machen das jetzt so, wer trifft, der ist halt weiter, sage ich mal. Und wer nicht trifft, der muss sich halt auf die Verliererseite erstmal setzen. Und dann gucken wir, wer am Ende am wenigsten getroffen hat. Und der muss eine Kiste geben. Fanta, Cola oder was man sonst auch immer so trinkt. Ja, weiter geht's. Schäfer hat getroffen. Adam steht mit mir hinter der Kamera. Adam, was geht ab? Was geht ab? Ja, jetzt der Putt. Ich würde auch gerne mitschießen, aber ich darf nicht. Der Coach hat es mir verboten. Ey Leute, Mr. Güven 42 Instagram. Ja? Mr. Güven. Okay? Macht der Werbung für sich selber. Bisher alle drin. Meti, was ist da los? So, jetzt kommt unser Trainingsgast, der Mike. Ist er nervös? Erstmal vor der Kamera, der kennt das ja nicht. Oh Gott, ey. Mann, den musst du noch haben, Digga. So, jetzt kommt Carsten. Ja, danke, Carsten. Ja, danke. So, Carsten jetzt hier am Start. Der macht den auch rein. Safe, Junge, geil. So, jetzt kommt der Atem. Der hat jetzt eben gerade Werbung für sich selber gemacht. Och Mann, und trifft auch noch. Ich hätte es dir gegönnt, dass du nicht triffst. Jetzt kommt Max und ich habe mir sagen lassen, ich war letztens nicht beim Training, dass er letztes Mal verloren hat. Oh, jetzt macht er aber rein. Alle fertig, ich bin ja verloren. Oh ja, stimmt. Stimmt, Freunde. Es ist ja so, wenn alle treffen, dann hat der Meti verloren. Und dann ist es direkt vorbei. Weil da muss der Meti die Kiste geben. Stimmt, das hatten wir noch nie. Das wäre geil, wenn das jetzt natürlich passieren würde. Das erste Mal. Lars, verkack's bitte nicht. Och Mann! Oh, der Meti ist am Arsch! Och Mann! Och, och, och! Och Mann! Mann, die Rosetten! Freunde, habt ihr gemerkt, der Druck war groß und der Meti hält dann sogar seine Eier hin. Geiler Typ. Ey, Meti, was los? Okay, Freunde, stelle schon mal darauf ein, dass ihr den Lars ab jetzt nicht mehr auf dem Kanal seht. Können wir weitermachen? Ihr merkt schon, der Dennis hat es eilig, nach Hause zu kommen. Ey, Meti, was los? Wie geil ist das denn, Freunde? Ja, das passiert auch nur hier. So. 5 Meter passen voll von dir. Lars ist natürlich der verkackt. Ole. Und den hat der Meti auch. Ey. Es ist immer das Gleiche. Wenn du den Meti irgendwie reizt, dann hält er auf einmal. Und jetzt kommt der Coach. Der Coach kommt. Ich habe jetzt alle geschwächt. So, und der Coach verschießt auch nicht. Oh Mann, ey, Freunde, was ist das hier wieder für ein Ausschießen? Jetzt kommt der Sascha. Der hat einen Schuss wie ein Pferd. So, ihr müsst jetzt wissen, dass alle, die getroffen haben, die haben es jetzt auch auf jeden Fall schon mal einfacher. Die müssen einfach nur noch mal treffen. Dann sind sie raus und der Sascha verschießt auch. Unglaublich. Das wird auf jeden Fall wieder ein längeres Ausschießen jetzt. Und guck mal, da reizt du den Meti und ab dem Zeitpunkt hält er jeden Ball außer dem von Björn. Das ist unglaublich. Hätte ich das gewusst, dass du aufnimmst, hätte ich ein Fenner-Trikot. Ja, habt ihr das gehört? Aber egal, der Atem, der hätte auch gern wieder so eine Manchester-Mütze wie der Memo. Nee, gehabt. Mann, hör mal auf. Ich bin kein 31er. Und Carsten, oh, klasse. Tja, Carsten rules. Carsten ist weiter, Carsten ist raus, hat zweimal getroffen. Der muss keine Angst haben, eine Kiste zu geben. Oh! Der war drin! Der war drin!
war drin. Ich schwöre, der war drin. So, Dennis trifft, dann ist er auch, glaube ich, weg. So, ich glaube, der rennt jetzt durch zum Duschen. Der hasst nämlich eilig. Oh Mann, ey, wie geil. So, Etem. Okay, halt mir fest, Schäfer hat nicht getroffen. Mach ich auch. Oh Gott, Etem, ey. Doch ein 31er. Ja, echt ein 31er. Pat, bist du nervös? Er grinst, sagt's mir gleich. Oh, er ist nervös! Das ist gut, das ist sehr gut. Ich liebe es. Ja, das sind echt die besten Videos. Jetzt Mike. Ist er nervös? Oh! Boah, war ein Elfmeter, Freunde. Also ich glaube, der Mike muss ein Comeback feiern, den brauchen wir. Der Max sucht sich jetzt. Max sucht. Was ist denn der Mike für eine Position? Sechser, okay. Was war das denn? So, der Coach, wenn er trifft, ist er auch durch. Oh, oh Gott! Zu lässig. Jetzt der Sascha. Oh, Meti, hätte sie haben können. Diejenigen, die einmal verschossen haben jetzt. Ja, ja, die einmal verschossen haben. So, also der Sascha ist auch durch. Der Lars, wenn er trifft, ist er auch durch. Und wenn er jetzt nicht treffen sollte, muss er hoffen, dass auch ein anderer verschießt. So. Die zweimal getroffen haben, sind schon raus. So, Lars hat Druck. Oh, richtig guter Elfmeter. Ole. Jawohl, stark. So, wir machen jetzt weiter mit der dritten Runde, weil alle jetzt getroffen haben. Und der Etem verschießt! Das riecht nach einer Kiste, Etem. Tja. Mr. Güven, 42. Schreibt immer alle, wie gut der Elfmeter schießen kann. Oh, ist das schön. Das ist wunderbar. Oh Gott, was ist das, ey? Schäfer! Der Etem freut sich. Schäfer und Etem schießen auf jeden Fall nochmal. Ich schieße heute nicht mehr. Heute schon sind tot, Mann. Oh, der liegt nicht auf dem Punkt. Der liegt nicht auf dem Punkt. Patt. Der liegt nicht auf dem Punkt. Liegt nicht auf dem Punkt. Also das sieht man hier auch ganz eng bei uns. Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das ist so geil. Und Patt. Boah, das ist ein richtig guter Elfmeter, ey. So, der Coach muss jetzt noch, der Lars muss noch, der Sascha und der Ole. Was hat der Coach vor? Der Coach hat die Hände in Hosentaschen und nimmt Anlauf, ich sag mal ungefähr 25 Meter vom Tor, rennt. Boah. Stark. Okay, Etem hat einen Lupfer angekündigt, Freunde. Was ist denn bei seinem Hotel? War Spaß. Ja, war Spaß, er hat da keine Eier oder was. So, Lars. Ja, Lars ist auch raus, Björn ist raus. Jetzt fehlen nur noch Sascha und Ole. So, Sascha noch. Sascha trifft auch. Ich glaub, heute bin das war der Pferdeschuss, den ich meinte. Ja, ich hätte Meti einmal in die Eier geschossen. Am Anfang. Tut mir leid, Meti, falls du das Video siehst. Falls du das Video, der guckt das nicht. Ole! Oh Gott! Wow. Der ist ja fast über den Zaun. So, also es ist jetzt Ole, Schäfer und Etem und der Verlierer, der muss eine Kiste geben. Geil. Ich kann keinen Etem. So, Schäfer. Oh, der ist drin. Glück gehabt. So, Freunde, Etem ist dran mit der großen Klappe. Oh! Mr. Güven 42. Mr. Güven 42. Das heißt, wenn der Ole trifft, ist der Etem dran und der Etem muss die Kiste geben. Und das macht der Ole, er trifft. Ole, klasse Junge. Und da hinten sehen wir nochmal den Etem, der hat's verkackt. Hey Etem. War heute nix, okay. Das waren die meisten Instagram-Follower, die du hier gekauft hast. Geil. Nee, die können mir ruhig folgen. Etem, was ist los? Ja, keine Ahnung, Mann. Komm, Meti. Ich weiß nicht, denn Meti hat mich ein bisschen nervös gemacht. Aber ich könnte mir trotzdem folgen, ja, ich beiße nicht. So, Freunde, das war das Ausschießen. War ganz lustig geworden. Am Anfang sah es da nach einer Meti-Runde aus, muss man dazu sagen. Und dann habe ich ein bisschen geschichelt um die anderen. Und dann hat der Meti gedacht, okay, da muss ich... Freunde, das war eines der schmerzhaftesten Schüsse, die ich je bekommen habe. Hat der Meti gedacht, da muss ich mal ein paar Eier zeigen. Ja, so Eier, war das. Wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Ja, so viel dazu. Die Jungs sind sich schon am Duschen. Wie gesagt, heute ist Champions League. Ich fahre jetzt auch schnell nach Hause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, was ihr denkt. Und beim nächsten Mal
sehen wir uns wieder. Haut rein. Ciao.